Was erreichen wir möglicherweise manchmal im Leben nicht? Nicht, weil wir nicht die Fähigkeiten und Fertigkeiten haben in bestimmten Situationen, sondern weil wir in anderen Situationen, wenn das Lämpchen angeht, und das ist bei jedem was anderes, ein falsches, bremsendes, schwächendes Selbstbewusstsein haben. Ich mag dieses Bild. Es zeigt, worum es in meiner Arbeit geht. Vielleicht kennen Sie das. Es gibt Menschen, die erhellen einen Raum, wenn sie ihn betreten. Oder gibt es Menschen, die erhellen einen Raum, wenn sie ihn wieder verlassen. Und ein Faktor, der uns innerlich zum Leuchten bringt, ist das Thema Selbstbewusstsein. Kinder haben das ganz viel. Sie strahlen. Sie haben diese Gabe, den Herausforderungen des Lebens gelassen und mit ganz viel und richtigem Selbstbewusstsein entgegenzutreten. Ich fahre vom Stuttgarter Hauptbahnhof rauf Richtung Messe. S-Bahn. Ich habe so eine Bahnkarte, da darf ich überall in der ersten Klasse sitzen. An diesem Tag bin ich sehr froh darüber, denn die zweite Klasse ist rappelvoll, kurz vor den Sommerferien, heißer Sommertag. Ich sitze da mit meinem Köfferchen so ganz alleine in diesem klimatisierten Abteil, gucke raus in die zweite Klasse, da geht irgendwo an irgendeinem Bahnsteig die Tür auf. Ein Kindergarten kommt rein. Die sehen, guck mal hier, bei dem Mann ist alles frei, gehen wir da mal rein. Ich sage, hallo, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Plötzlich die Kindergärtnerin durch den ganzen Zug. Das ist die erste Klasse. Die Kinder drehen sich um und sagen, wir sind doch bald in der ersten Klasse. Ich betreibe eine Plattform, die heißt heldentest.de. Da gehen jedes Jahr viele tausend Menschen drauf, die machen ein Persönlichkeitsprofil. Und wenn man die Gesamtheit aller Daten in eine große Big Data Kiste wirft und alle Informationen zusammenzieht und guckt, was rauskommt, wird unter anderem klar, 9 von 10 Menschen wünschen sich in bestimmten Situationen ein anderes Selbstbewusstsein. 9 von 10 Menschen, Menschen, die alle mal Kinder waren. Und wenn Sie das jetzt mal übertragen auf diesen Raum, dann heißt das nicht Sie, aber die 9 Menschen rechts von Ihnen und links von Ihnen. Gucken Sie mal gerade dahin. Gucken Sie sich immer an. Ja. Wenn Sie jetzt gerade ein komisches Gefühl haben, dann liegt das vielleicht am Selbstbewusstsein. Wenn Sie sagen, nö, bei mir ist alles in Ordnung, dann haben Sie wahrscheinlich alles richtig gemacht oder Sie haben eine Persönlichkeitsstörung. Das kann auch sein. Es gibt kein großes und kein kleines Selbstbewusstsein, es gibt nur ein bremsendes und ein förderliches, ein gutes und ein weniger gutes, ein stärkendes und ein schwächendes. Besonders aufgefallen ist mir das 2002, da gab es so einen dieser Aha-Momente, die man sein Leben lang nicht vergessen wird. Das war eine ganz besondere Lernerfahrung für mich. 2002 durfte ich im Wahlkampf Edmund Stoiber begleiten. Ich sage an dieser Stelle ganz bewusst, nicht als Coach, sondern als Moderator. Vielleicht erinnern Sie sich noch an Edmund Stoiber. Typisches Verhaltensmuster, Köpfchen zur Seite und die Ech und die Arch. Wenn Sie mal ganz schlecht drauf sind, eine Präsentation vergeigt haben, eine Verhandlung so richtig versemmelt haben, dann gehen Sie mal auf YouTube und geben ein Transrapid oder Christiansen. Dann wissen Sie genau, was ich meine. Da geht es Ihnen besser. Auf der anderen Seite Gerhard Schröder, ein souveräner Showmaker im Brioni-Anzug. Man könnte sagen, der Frank Sinatra der deutschen Politik oder auch der Harald Juncker hat ja auch ein bisschen was getrunken immer dabei. Und auf der anderen Seite eben Edmund Stoiber, ein Weißbier-Technokrat, der in der Öffentlichkeit seine Frau liebevoll Muschi nannte. Sie erkennen die Herausforderung. Wenige Tage vor der Wahl war nicht so wirklich klar, wer wird das große Rennen machen, wer wird Bundeskanzler werden. Und so gab es von allen großen Parteien eine Wahlkampfabschlussveranstaltung. Die SPD hat ihre hier direkt um die Ecke gemacht in Dortmund. CDU, CSU ein bisschen weiter entfernt in Berlin, Max-Schmeling-Halle, war ein bisschen größer als hier, 8000 Menschen waren da. Ich durfte diesen Tag moderieren, es ging um 16 Uhr los, ein buntes Programm mit Kabarettisten, Musikern, Frauen für Stoiber. Und irgendwann kam Stoiber. Der kam nicht so einfach in den Saal hinein. Nein, er wurde anmoderiert. Mir wurden damals die Worte in den Mund gelegt, ich habe sie bis heute nicht vergessen. Ich hatte ganz viel Licht in meinem Gesicht, einen Scheinwerfer, alles andere total dunkel. Und ich sagte folgenden Satz. Am Sonntag wählt Deutschland eine neue Politik. Am Sonntag wählt Deutschland einen neuen Kanzler. Und hier ist der zukünftige Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Hier ist Edmund Stoiber.
8000 Menschen sprangen auf. Stoiber kam, wie von Rocky getrieben, mit einer Musik durch den Saal. Ich weiß nicht, ob Sie sich vorstellen können, was passiert, wenn Sie Ihren Namen hören und 8000 Menschen total ausflippen. Was das mit Ihnen macht. Ich möchte Ihnen das gerne mal zeigen. Sie wissen, wir haben einen eingekauften Zuschauer heute hier, es ist er hier. Ist Ihnen eigentlich aufgefallen, dass wir den ganzen Abend nur für Sie machen? Die sind alle gekauft, das ist nur für Sie. Stehen Sie mal gerade auf, verraten Sie mir Ihren Namen. Carsten und wie weiter? Zupanz. Okay, Carsten, drehen Sie sich mal bitte um. Achten Sie jetzt bitte nur auf seine Physiognomie. Sie gehen in die Coaching-Haltung. Achtung, achten Sie nur auf seine Augen. Guck mal, schießt jetzt schon das Dopamin durch den Körper. Zupanz, war richtig, ja? Okay, meine Damen und Herren, Sie müssen mitspielen. Am Sonntag wählt Deutschland eine neue Politik. Am Sonntag wählt Deutschland einen neuen Kanzler. Und hier ist der zukünftige Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Hier ist Carsten Zupanz. Danke, Carsten. Danke. Dankeschön, Dankeschön. Haben Sie das gesehen? Die Bewegung, die war fake. Die kam aus Verlegenheit. Aber das Leuchten hier, es strahlt immer noch. Wir können es nicht ausmachen. Ja? Das ist echt. Das Emotionssystem, bumm, ist da. Und so war das auch bei Stoiber. Stoiber kam mit diesem Gang auf die Bühne, guckte nochmal so nach oben, als wollte er sagen, Gott im Himmel, wenn du das Ding da oben nicht schaukeln kannst, die Nummer mache ich auch noch. Dann stellte er sich an das Rednerpult, war symmetrisch. Aus der Charismaforschung wissen wir, Menschen, die symmetrisch sind, wirken charismatischer. Keine A's, keine A's, gute Modulation, gutes Timing. 8000 Menschen hingen an seinen Lippen und ich dachte, 20 Meter von ihm entfernt, wow, der Mann kann in ganzen Sätzen reden. Wenn jetzt gleich die ARD live zuschalten wird, dann hat er die gute Chance, die vielen, vielen unentschlossenen Wähler in unserem Land auf seine Seite zu ziehen. Plötzlich ging hinter seinem Rednerpult ein kleines Licht an. Das war für ihn das Zeichen, jetzt bin ich live zugeschaltet in der ARD. Jetzt bin ich im Fernsehen. In der Sekunde, als das Lämpchen anging, die Zuschauer konnten das nicht sehen, aber ich konnte das von hinten sehen, in der Sekunde, als das Lämpchen anging, ging der Käffchen zur Seite, die A's und die A's. Der gleiche Mann, die gleichen Fähigkeiten, die gleichen Fertigkeiten, aber eine völlig andere Persönlichkeit. Das Wort Persönlichkeit kommt aus dem Lateinischen, ein Lehnwort, personare, durchtönen. Und gemeint ist das, was durch die Masken der Schauspieler, Schauspieler hatten früher in der Antike diese Masken auf, das, was da durchtönte, das nennen wir heute Persönlichkeit. Es tönte etwas anderes durch und ich habe mich gefragt, was ist es? Ich habe das in der Sekunde nicht verstanden und dann habe ich darüber nachgedacht und festgestellt, Stoiber hat über Stoiber immer gesagt, ich bin kein Medienkanzler. Ich bin der Mann für Zahlen, Daten, Fakten. Ich weiß, wie es geht. Wenn Sie einen Showmaker wählen wollen, dann wählen Sie den Schröder. Wenn Sie jemanden wählen wollen, der die Zahlen im Griff hat, dann wählen Sie mich. Sehen Sie, ganz egal, wie Sie Stoibers Politik finden oder fanden, wenn der Mann mal in der Kiste liegt, wird er nicht sagen können, ich war mal Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Und das wird ihn sehr ärgern. Die Frage ist aber, was erreichen wir möglicherweise manchmal im Leben nicht? Nicht, weil wir nicht die Fähigkeiten und Fertigkeiten haben in bestimmten Situationen, sondern weil wir in anderen Situationen, wenn das Lämpchen angeht, und das ist bei jedem was anderes, ein falsches, bremsendes, schwächendes Selbstbewusstsein haben. Es gibt viele Wege, am Selbstbewusstsein zu arbeiten. Heute hier bei Gedankentanken habe ich 3+1 Gedanken für Sie mitgebracht. Erstens, hören Sie auf, Dinge zu wiederholen, die nicht richtig sind. Und vor allen Dingen Dinge zu wiederholen, die Ihr Selbstbewusstsein schwächen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Wir Menschen neigen dazu, etwas für wahr zu halten, nur weil es wiederholt wird. Wir Menschen neigen, etwas für wahr zu halten, nur weil es wiederholt wird. Ich wiederhole mich gerne nochmal. Wir Menschen neigen dazu, etwas für wahr zu halten, nur weil es wiederholt wird. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Stoiber hat immer wiederholt, er ist ein Mann für Zahlen, Daten, Fakten, er ist kein Showmaker, er ist kein Emotionaler.
Mir passiert das auch. Ich durfte, Henriette hat es eben gesagt, ich durfte für den Sender die Wahlkampfduelle analysieren und da stehen sie nachts auf und schauen sich das an und im zweiten Wahlkampfduell, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, wurde Trump nicht müde, den Journalisten anzugreifen und zu sagen, ich werde ja ständig unterbrochen, nie darf ich was sagen, Hillary Clinton darf immer ausreden, aber Sie sind ja parteiisch. Und ich sitze morgens um 4 Uhr da und denke, der Mann hat recht, der Journalist ist parteiisch. Der arme Kerl, der kann seine weißen Zähne überhaupt nicht zeigen in diesem Duell. Und dann schaue ich nochmal ein bisschen dezidierter auf das Transkript. Wir stellen immer ein Transkript und gucken, wie viele Wörter wer was gesagt hat. Und ich stelle fest, Donald Trump hat ungefähr 90 Beiträge gehabt, Hillary Clinton 60. Donald Trump hatte 7.288 Wörter, Hillary Clinton nur 6.224. Es ist nicht wahr, auch wenn es wiederholt wird. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich kenne viele Menschen, die manchmal Dinge einfach wiederholen, immer wieder und dann anfangen, die Dinge zu glauben. Wiederholen Sie die Dinge, aber nur die Dinge, die Ihr Selbstbewusstsein stärken. Zweiter Gedanke. Hinterfragen Sie permanent Ihr Selbstbewusstsein. Es ist nicht wahr, was wir wahrnehmen. Beispiel. Der Vorstand einer Vertriebsgesellschaft, neuer Vorstand, macht eine Runde bei seinen Vertriebsmitarbeitern, kriegt ein katastrophales Feedback. Zu Zahlen, Daten, Fakten lastig, zu wenig emotional, zu viele Charts. Da denkt sich einer aus der Personalabteilung, okay, dem schicken wir mal einen Coach. Ich fahre nach Hamburg, komme in diesen Raum rein. Ich werde die Sekunde nie vergessen. Er sitzt da schon und sagt, Herr Galvis, ich weiß, warum Sie da sind. Auch ich kenne das Feedback, aber mal ganz ehrlich, ich bin Zahlen, Daten, Fakten orientiert. Bei mir geht es immer um das Ergebnis. Ich bin nicht so ein emotionaler. Gefühle nicht meins und außerdem verbiegen Sie mich nicht. Wenn Sie da mehr als nur die Reisekosten abrechnen wollen, dürfen Sie sich was einfallen lassen. Ich habe gesagt, ich habe eine Frage für Sie, nur eine einzige Frage. Und nach dieser Frage entscheiden wir, ob wir weitermachen oder nicht. Und er sagte, was ist die Frage? Und ich sagte, ich habe gehört, Sie sind verheiratet. Jetzt nur mal so unter uns, von Mann zu Mann, weil es mich wirklich interessiert. Wie haben Sie Ihre Frau rumgekriegt? Welche KPIs, welche Kennzahlen haben Sie vorgelegt? Haben Sie eine SWOT-Analyse gemacht? Wie sahen die Charts aus? Was haben Sie da draufgepackt? Sagt er, ja, ist ja auch was anderes. Ich sagte, ich habe noch eine Frage. Ich sage, Sie fahren ja einen Porsche. Sagt er, ja. Ich sage, was fahren Sie denn? Und dann habe ich das Köpfchen zur Seite gelegt und immer alles bestätigt. Alpha-Männchen mögen das. Und dann habe ich gesagt, ja, oh toll, super. Er hat dieses Leuchten in die Augen gekriegt. Dann habe ich gesagt, Sie wissen, dass man auch mit dem Fiat 500 von A nach B fahren kann? Sagt er, ja, ja, ist nur ein anderes Gefühl. Hüten Sie sich davor zu sagen, ich selbst bin so oder so. Es ist nicht wahr, was wir von uns selbst wahrnehmen. Hinterfragen Sie das. Stoiber, kann es sein, dass es Menschen gibt, die Sie charismatisch erlebt haben? Kann es sein, dass es Momente gab, wo Sie symmetrisch waren, wo Sie ohne Äs und ohne As Menschen begeistert haben durch das gesprochene Wort? Ja, auch das ist wahr. Sehen Sie, Selbstbewusstsein, Förderliches, kann nur da entstehen, wo wir uns unserer besten Seiten bewusst sind. Und da gibt es eine dritte Methode, mit der man das sehr schön machen kann, nämlich mit Visualisierung. Und wenn Sie mal bei mir im Training sind, dann machen wir gerne mal eine Trance oder auch ein Coaching und dann gibt es ein bisschen Hypnose und Sie sehen sich in der Zukunft, wie Sie Dinge tun, die Sie vorher nicht gemacht haben und Ihr unbewusster Verstand denkt, wow, bin ich toll. Aber man muss gar nicht da so ein Nickerchen machen, man kann sich auch die Bilder anschauen, die gut sind. Was würde ich heute mit Stoiber machen? Heute würde ich hingehen und sagen, lieber Edmund Stoiber, hier ist eine DVD. Das sind die besten Momente Ihrer Präsentation. Und ich habe die mal zusammengeschnitten. Und ich habe nur eine Bitte, lieber Herr Stoiber. Wenn Sie abends ins Bett gehen, dann lassen Sie Ihre Muschi Muschi sein und gucken Sie einfach mal sich diese DVD an. Und schauen Sie sich an, auch das sind Sie. Und dann machen Sie den Fernseher aus, schließen Sie Ihre Augen und nehmen Sie genau diese Bilder mit in die Nacht. Und wenn Sie morgens wach werden, schauen Sie nur noch mal auf die DVD-Hülle und machen sich bitte selbst bewusst, dass auch das Sie sind. Hätte er Bundeskanzler werden können? Ich glaube ja. 2002 hatte die SPD 38,5% aller Stimmen. Die CDU, CSU 38,5% aller Stimmen. Es war 0,01 Stimmenunterschied, 6044 Stimmen. Das war eine ganz knappe Nummer. Das war ein ganz kleiner Moment. Selbstbewusstsein kann nur da entstehen, wo wir unsere besten Seiten bewusst sind. Und der beste Moment dafür, und jetzt kommen wir zum Bonustrack, ist eigentlich so kurz vor dem Einschlafen. Das ist der Moment für die Psyche, der am allerbesten ist.
Und meine Frau und ich, meine Frau sitzt hier vorne, haben mal einen Aufkleber gebastelt für eine Freundin. Und wir haben ihr gesagt, wenn du abends schlafen gehst, dann kleb dir den doch vorher mal an den Badezimmerspiegel und wenn du dich abschminkst, dir die Zähne putzt, dann liest dir mal durch, was da draufsteht. Und dann rief sie 2 Wochen später an und hat gesagt, habt ihr noch so einen Aufkleber? Und dann haben wir noch einen gebastelt und haben gefragt, warum? Sagt sie, ja, ich habe eine Freundin, die würde den gerne in den Schlafzimmerschrank kleben. Dann haben wir noch einen gebastelt, jetzt habe ich die mal produzieren lassen. Und wissen Sie, was da draufsteht? Es wird Zeit, dass du dir selbst sagst, wie gut du wirklich bist. Es wird Zeit, dass du dir selbst sagst, wie gut du wirklich bist. Sehen Sie, wir haben nicht immer 8000 Menschen, die wie bei Carsten applaudieren. Wir erwarten das, dass unsere Chefs, unsere Mitarbeiter, unsere Lebenspartner applaudieren. Aber die tun das nicht. Und übrigens, immer dann, wenn das Selbstbewusstsein gestärkt wird durch etwas, was im Außen stattfindet, Applaus oder ein Auto oder eine Uhr oder was auch immer, dann ist das nicht selbstbewusst, dann ist das andersbewusst, weil es durch andere erzeugt wird, nicht durch uns selbst. Und andersbewusst entsteht im Außen und das Selbstbewusstsein, das uns zum Strahlen bringt, entsteht im Inneren. Also, wenn Sie jemanden kennen sollten, von dem Sie der Meinung sind, vielleicht kennen Sie den auch persönlich, dass es ihm gut tut, wenn er liebevoll daran erinnert wird, es wird Zeit, dass du dir selbst sagst, wie gut du wirklich bist. Ich habe ein paar Aufkleber mitgebracht, die lege ich draußen aus. Bitte geben Sie keine E-Mail-Adresse ab. Können Sie gerne mitnehmen. Sehen Sie, Selbstbewusstsein kann, wie gesagt, nur da entstehen, gutes Selbstbewusstsein, wenn wir uns unserer besten Seiten bewusst sind. Und es ist nichts Gutes daran, wenn wir den Fokus nicht auf die Dinge richten, die unser Bestes zeigen. Strahlen Sie. Und so wünsche ich Ihnen zum Abschluss, dass Sie jeden Tag Sie ein bisschen mehr die Welt um sich herum erhellen. Vielen Dank. Hallo, wir sind Gedankentanken, die Plattform, die dich weiterbringt. Wie hat's dir gefallen? Was fandst du richtig? Was siehst du anders? Bitte kommentiere doch und abonniere hier unseren Kanal. Und bitte schau dir auch gleich hier das nächste Video an, da ist wieder was für dich dabei. Und wenn dich das Thema persönliche Weiterentwicklung interessiert, das absolute Superangebot, und zwar hier findest du unser Gedankentanken-Basisseminar Dein Mindset für Glück und Erfolg. Also wenn du Lust darauf hast, Erfolgsstrategien für Job und Privatleben zu erlernen von richtigen, coolen Experten, dann ist das hier das Gratis-Seminar, für welches du dich jetzt hier anmelden kannst. Und ansonsten würde mich freuen, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen, vielleicht auf einem Gedankentanken-Event oder aber wenn du mindestens mal unsere Website besuchst, www.gedankentanken.com. Dort findest du jede Menge spannende Seminare und Angebote und wir sind im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs, also wahrscheinlich auch bei dir um die Ecke.